Ist es denn egoistisch, als Lehrer zu kündigen, wenn du eine Familie hast? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich gerne mit dir darüber sprechen. Und dazu habe ich 5 Gedanken mitgebracht, denn ich habe diese Frage bekommen unterhalb eines YouTube-Videos und habe mir jetzt sehr ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie ich das sehe, weil ich habe jetzt auch, abgesehen jetzt von diesem YouTube-Video-Kommentar, hatte ich auch diese Frage schon ein bisschen öfter. Und meistens kommt auch diese Frage von Männern, also von Lehrern. Lehrerinnen, bisher hatte ich diese Frage noch nicht, aber kann auch damit zusammenhängen, dass vielleicht sich der Mann auch eher so fühlt, dass er dafür zuständig ist, dass immer Geld da ist. Kann sein, weiß ich nicht. Meine Ideen, die ich dir jetzt gebe, also diese 5 Gedanken, die sind vollkommen egal, ob du Mann oder Frau bist, also Lehrer oder Lehrerin bist. Du kannst gerne darüber nachdenken und mal schauen, ob das für dich passt. So, der erste Gedanke ist die finanzielle Belastung, die da ist. Also, beziehungsweise die finanzielle Problematik, die entsteht. Wenn du das, was du machst, also als Lehrer, nicht gut findest oder darin keinen Sinn siehst oder einfach blöd findest, also du hast ja deine Gründe, weshalb du diesen Job nicht mehr machen möchtest, dann ist es ja so, dass du früher oder später auch krank wirst. Am Anfang sind es so ein bisschen Wehwehchen, nenne ich es mal, also Unwohlsein, du hast keine Lust dahin zu gehen, die Unterrichtsvorbereitung ist furchtbar und so weiter, kennen wir alle. Und irgendwann wird es natürlich so sein, dass du dann ernsthaft krank bist. Ob es jetzt eine Depression ist, eine Burnout ist oder ob es wirklich auch andere Krankheiten sind, Magen, Darm, Kreislauf, also es gibt ja zigtausend Krankheiten, aber eine Gesundheit. Und die Folge ist ja klar, am Anfang kriegst du trotz allem dein Geld, das ist schon richtig, aber irgendwann ist dann auch Schluss. Das ist so, auch wenn es sehr viele leider nicht so berücksichtigen, auch wenn es gefühlt so ist, dass die Entgeltlohnfortzahlung zeitlich unbegrenzt ist, ist sie natürlich nicht zeitlich unbegrenzt. Es ist nur ein Gefühl. Denn irgendwann kommt es natürlich so, dass du zum Amtsarzt musst, dann steht natürlich auch die Dienstunfähigkeit natürlich dann auch irgendwann im Raum. Also es hat dann auch seine finanziellen Problematiken, wenn du nicht frühzeitig darüber nachdenkst, ob du rausgehen willst oder nicht. So, das ist erstmal Punkt 1. Punkt Nummer 2 ist natürlich auch so, dass die Familie ja auch darunter leidet. Also es ist ja auch eine Belastung für die Familie, wenn du ständig beim Arzt sitzt, keine Lust hast, lethargisch bist, alles furchtbar findest und sagst immer, oh, ist schon wieder Montag, oh, die Ferien sind wieder vorbei, jetzt habe ich wieder meine Bauchschmerzen. Also das ist so, das ist für die Familie echt eine Belastung, weil irgendwann nervt es. Also ich weiß selber von meiner eigenen Familie, irgendwann waren die echt durch. Also irgendwann war so, Victoria, ruhig, sei ruhig. Irgendwann konnten sie es echt nicht mehr hören. Also wenn du gerade natürlich wirklich eine Familie hast, im Sinne von, dass du Frau, Mann, Kinder hast, die da wirklich mit dir wohnen, also ich habe ja mit meinen Eltern nicht gewohnt und die waren echt genervt, dann ist es natürlich noch viel schlimmer für die Familie. Also es ist auch eine Belastung für die Familie. Das darfst du nicht einfach ignorieren oder solltest du nicht ignorieren. Wenn du es tust, dann werden sie dir schon irgendwann sagen, du bist eine Belastung. Punkt Nummer 3 ist dann, dass es natürlich auch so ist, es gibt ja dann auch so eine Vorbildfunktion, ne? Nennen wir es jetzt einfach so, ich nenne es jetzt so Vorbildfunktion, weil wenn du natürlich, gerade wenn du auch Kinder hast, dann ist es ja so, dass sie ja auch ja, auf dich schauen und wenn du natürlich immer so lustlos bist und immer schlecht von der Arbeit redest und Arbeit an sich dann immer etwas Schlimmes ist und so, ach, wie furchtbar und Arbeit tut weh, Arbeit ist schlimm, Arbeit ist furchtbar, also immer eine negative Haltung hast, dann ist es natürlich auch so, dass deine Kinder das ja auch mitnehmen. Und so ist es ja auch bei uns. Ich kenne jetzt wirklich sehr wenige, wenn ich jetzt so zurückblicke in meinem Leben, kenne ich sehr wenige, die gesagt haben, boah, ich bin so froh, dass jetzt Montag ist und dass ich jetzt zur Arbeit gehen kann. Und am liebsten hätte ich noch am Wochenende gearbeitet. Das ist so cool zu arbeiten. Und das ist ja schon bei uns allen ja drin, dass wir Arbeit als etwas total Schlimmes ansehen. Arbeit ist furchtbar. Es ist grauenhaft und es ist schlimm. Und das ist ja eigentlich etwas total Trauriges, weil du verbringst ja die meiste Zeit deines Lebens mit der Arbeit, bei der Arbeit. Und das ist ja einfach traurig. Und das gibst du dann ja weiter an deine Kinder, weil die sehen das ja, die sind ja nicht taub und nicht blind. Die kriegen das ja mit. Die kriegen ja mit, dass Arbeit was Schlimmes ist. Und dass Papa und Mama ja auch schon das sagen, gehört einfach so, ne? So, das ist zum Erwachsenen-Dasein, gehört es einfach, dass man seine Arbeit nicht mag. Und das, finde ich, wäre jetzt wirklich mal Zeit, auch eine ganz andere Ansicht zu haben und auch eine andere Generation von Menschen dann zu haben, die anders über die Arbeit denken. Woher sollen sie es haben? Natürlich von uns, also von den Eltern.
Also von dir. Ich habe natürlich jetzt keine Kinder, aber von dir, dass sie das natürlich von dir haben. So, das wäre jetzt der dritte Gedanke. Der vierte Gedanke, da geht es natürlich um Sinn. Also wenn du das, was du machst, total als sinnfrei ansiehst und sinnlos und darin überhaupt keinen Sinn sehen kannst und keinen Sinn entdecken kannst, dann ist das natürlich echt so, dass du dir was Neues suchen solltest. Weil auch wenn wir dazu neigen zu sagen, naja, ich habe ja ein Haus, ich habe ein Auto und ich habe tolle, coole Urlaube und meine Kinder finden das auch toll und die spielen Klavier, Gitarre oder haben ganz viele Sachen, die kosten, also alles kostet Geld und das alles kann ich ja jetzt auch haben und dann reicht doch, ist doch alles super. Dann ist es aber trotz allem so, dass irgendeine Stimme in dir ja sagt, nee, reicht nicht, weil sonst würdest du dir genau dieses Video jetzt nicht anschauen. Sonst würdest du es ja nicht machen. Also irgendwas in dir sagt dir, obwohl du das alles hast, irgendwas stimmt nicht, weil du diesen Job einfach nicht magst. Und warum magst du es nicht? Wenn du das runterbrichst, dann ist es schon so, dass du irgendwann an den Punkt kommst, an dem du sagst, ich sehe da einfach keinen Sinn. Ich sehe da im Unterrichten keinen Sinn, in der Benotung nicht, in der Bewertung nicht. Du siehst einfach in all diesen Tätigkeiten keinen Sinn mehr. Und das ist schon so, dass auch das natürlich wichtig ist, weil wenn du das nicht siehst, ja, sind wir wieder bei Punkt 2 oder bei Punkt 1, dass du irgendwann krank wirst und dann hast du wieder finanzielle Probleme, Dienstunfähigkeit und bla bla. Und auf der anderen Seite sind wir wieder auch bei der Vorbildfunktion, weil wenn du darin keinen Sinn siehst, dann zeigst du ja auch wieder deinen Kindern, man braucht keinen Job haben, den man Sinn hat. Hauptsache materielle Güter sind da. Das ist auch nicht schön. Also das ist auch etwas, worüber du echt nachdenken solltest, auch wenn es generell derzeit immer noch in der Gesellschaft eher so ist, dass wir dahingehend arbeiten, materielle Güter zu haben und wenig nach Sinn fragen und überlegen, macht das jetzt Sinn, ist es schon so, dass es echt total wichtig ist. Also schon Viktor Frankl mit seiner Logotherapie und der Existenzanalyse geht ja komplett davon aus, dass der Mensch immer nach Sinn strebt. Und das ist etwas, was du wirklich ernst nehmen solltest. Sinnhaftigkeit, Sinn sehen in dem, was du siehst. Und Sinn und Nützlichkeit sind zwei unterschiedliche Sachen. Es ist nützlich, dass du Lehrer bist und als Lehrer arbeitest. Aber wenn du darin keinen Sinn siehst, bringt dir das nichts. So, und dann geht es natürlich auch darum, dass du das Ganze ja machst wegen des Geldes. Also wir haben ja eben gesagt, materielle Güter. Und die fallen dann ja weg. Also wenn du jetzt als Lehrer, sagen wir mal was, nicht um die 3.000 Euro verdienst, dann gehst du davon aus, jetzt kündige ich, habe zwar eine vollkommen sinnvolle Arbeit, in der ich absolut viel Sinn sehe, da gehe ich auch voll auf, aber dann habe ich jetzt nur noch 1.000 Euro. Ja, toll. Dann sind 2.000 Euro minus da und da leidet ja meine Familie drunter. Ja, dann wären wir aber bei Punkt 5, nämlich den Alternativen. Es gibt auch Alternativen zum Lehrerberuf, die ja genauso viel Geld einbringen. Vielleicht nicht am ersten Tag, aber du hast ja auch nicht am ersten Tag dann gleich ja auch so viel Geld verdient als Lehrer. Du hast ja auch dein Referendariat gemacht, aber dann hast du diese ganzen Stufen gehabt, Stufe 1, 2, 3, 7 und sonst was, bis du ja dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Also das wäre jetzt auch nicht fair, dann zu sagen, ich gehe dann raus und habe dann gleich sofort am ersten Tag dann genau das raus, was ich als Lehrer raus hatte. Du wirst es aber trotz allem ja können, wenn du eine Alternative findest, dass du ja trotz allem langfristig gesehen genau dahin kommst oder vielleicht sogar weitergehst, weil, das darfst du auch nicht vergessen, als Lehrer ist dann ja auch irgendwann Schluss. Also das ist ja jetzt nicht so, dass du unendlich viel Geld verdienen kannst. Aber das gibt ja schon Jobs, gerade in der freien Wirtschaft, wo du das ja eher kannst, wo du auch eher selber natürlich auch das Ganze in der Hand hast, wie viel Geld du verdienst. Und als Lehrer hast du es ja nicht. Du kommst einfach in eine Besoldungsgruppe und das ist einfach dein Gehalt, fertig. Und dann hast du es ja so. Und das ist Punkt 5 gewesen. Also es gibt Alternativen und das ist ja auch der Schwerpunkt meiner 1:1 Arbeit, dass wir natürlich auch immer schauen, wenn ich 1:1 mit einem Lehrer arbeite, wo sind die Alternativen, wo soll es hingehen und wo passt es dann auch? Und das natürlich, letzten Endes geht es natürlich um die Umsetzung, klar. Also die Umsetzung, tun. Umsetzen steht natürlich auch im Vordergrund. Aber es gibt diese Alternativen. Du kannst dir auch gerne von mir aus nochmal diese Videos hier anschauen. Also sehr gerne natürlich auch zu den Alternativen. Also denk bitte auch nicht, also nimm diese Punkte mal mit, denk drüber nach und mach dir auch immer bewusst, es gibt Alternativen zu dem Job. Und das heißt nicht, wenn du als Lehrer kündigst, dass du dann ja nie wieder dieses Geld verdienst oder komplett dann nichts mehr hast und deine Familie jetzt alle leiden müssen. So ist es nicht. Also abgesehen von den anderen 4 Punkten ist auch Nummer 5 wirklich sehr wichtig. Es gibt Alternativen. Öffne dich für die Alternativen und
Ja, von mir aus können wir natürlich, kannst du natürlich im virtuellen Café vorbeischauen, dann können wir darüber reden. Sehr gerne kannst du was machen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag. Bis dahin, ciao.